Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, das erste richtige Video 2017 kann man sagen. Und ja, es ist passenderweise auch gleich ein Tag-Video bzw. eine Tag-Antwort. Denn der liebe Knochen Siegbert hat mal wieder einen Tag auf die Beine gestellt und zwar den Lieblingskiller-Tag. Und ja, da bin ich natürlich gerne dabei. Vielen Dank, dass du mich getaggt hast. Freut mich jedes Mal. Und ja, in diesem Tag geht es halt um die Lieblingskiller, die in Slashern und Kultfilmen vorkommen. Und ja, dann soll man halt seine individuelle Platzierung aufstellen. Und ich fand das ganz interessant, das mal zu tun, denn man kann ja über diese Filmkiller wirklich sich stundenlang austauschen, wer jetzt der kreativere, der coolere, der ja, der charismatischste ist und so weiter. Ja, und ich habe jetzt 7 Killer auf meiner Liste, die ich von oben nach unten euch jetzt vorlese. Also der erste, den ich euch sage, ist praktisch der 7. Platz und der letzte ist der 1. Und ja, vorher noch ein Prost auf euch natürlich, auf ein gutes und ja, kreatives Jahr 2017. Bleibt gesund. Bleibt meinem Kanal treu und ja, mal sehen, wie das Jahr so wird. Ja, dann fange ich jetzt mal an mit Platz 7. Auf Platz 7 ist bei mir Chucky die Mörderpuppe, allseits natürlich bekannt, hat Kultstatus. Und ja, ich finde diesen Killer einfach sehr sympathisch. Er hat eine ja wirklich charismatische Art und coole Sprüche drauf. Auch recht fiese Sprüche oft und er ist halt klein, aber ist trotzdem sehr gefährlich und ja, auch finde ich diese Idee cool, dass man diese, die Seele eines Verbrechers, Killers, wie auch immer, in eine Puppe transferiert und dann praktisch dieser Killer in dieser Puppe weiterlebt. Also das finde ich auch eine wirklich sehr, sehr coole Idee und ja, aufgrund dieser ganzen Faktoren habe ich jetzt auf Platz 7 eben Chucky gewählt. Dann geht es weiter mit Platz 6. Platz 6 ist bei mir Jason Voorhees. Ja, ist natürlich auch ein Kultkiller, aber wie ich finde, ist er halt nicht jetzt so herausstechend, dass ich ihn jetzt auf Platz 1 oder 2 genommen hätte, denn ich finde, er hebt sich einfach von vielen anderen Killern nicht sonderlich ab. Also er hat eine Maske auf, eine Waffe und so weiter. Also das ist jetzt für mich nichts Herausstechendes, sage ich mal. Aber er ist halt doch eine richtig coole Killermaschine, die auch natürlich extrem, wie soll ich sagen, ja, unbarmherzig agiert, so kann man es formulieren. Und er hat natürlich auch in diversen Freitag der 13. Filmen coole Kills hingelegt und er hat natürlich auch eine richtig tolle physische Präsenz und deswegen gehört er hier in dieses Ranking natürlich auf jeden Fall mit rein. Aber es ist halt nicht mein Lieblingskiller, wie es halt bei vielen der Fall ist. Ja, auf Platz 5 wäre dann Michael Myers. Den finde ich noch etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas, ja, charismatischer als Jason. Er ist auch eine lautlose Killermaschine. Er mag vielleicht nicht so groß und stark sein jetzt wie Jason, aber ich finde, er hat einfach noch so dieses, wie soll ich sagen, dieses Unberechenbarere in sich. Also er hat, man weiß halt über viele Filme lang gar nicht, was mit ihm los ist, warum er so geworden ist, warum er so ist. Komplett unbarmherziger Killer natürlich auch und die Maske finde ich auch etwas cooler als noch als von Jason, also die finde ich auch noch etwas bedrohlicher und ja, die Halloween-Filme mag ich natürlich auch sehr gerne und ja, Michael Myers gehört natürlich in so ein Ranking auf jeden Fall mit rein und ist mein Platz 5. Ja, dann kommen wir zu Platz 4. Platz 4 ist auf meiner Liste Victor Crowley. Ja, Victor Crowley dürften viele von euch kennen, manche vielleicht nicht. Es ist ja der Killer aus den Hatchet-Filmen.
von denen mir eigentlich nur der erste richtig gut gefällt und die anderen zwei, naja, kann man noch verschmerzen, aber es sind jetzt wirklich keine so guten Filme wie der erste. Aber es soll ja wohl jetzt um Victor Crowley gehen, um den Killer, und ich finde einfach, er ist von diesen ganzen Kampfmaschinen, ist er einfach der physisch beeindruckendste und auch, ja, dieses entstellte Gesicht, die langen Haare und auch die Hintergrundgeschichte, wie man sie ja im ersten Teil erfährt, ist wirklich sehr, sehr interessant und hat mich sehr beeindruckt, auch wie sie erzählt wurde mit in diesen Rückblenden und so. Also ja, ich finde diesen Killer einfach ziemlich genial. Er hat auch bessere Kills drauf natürlich als Jason und Michael. Also finde ich persönlich. Er hat halt einfach die splatterigsten Kills und das ist natürlich auch sehr passend von seiner ganzen Art her, wie stark er ist und wie er aussieht. Einfach das hat einfach eine wunderbare Symbiose in diesen ganzen Filmen um diesen Killer und wie gesagt um die ganze Geschichte. Also ich finde, Victor Crowley ist eine wirklich geile Kampfmaschine und ja, ist mein Platz 4. Dann kommen wir zu Platz 3. Platz 3 ist auf meiner Liste Pinhead. Ja, ich bin jetzt nicht der allergrößte Hellraiser-Fan, kann man sagen. Also ich finde die Filme ganz cool. Zumindest bis Teil 4. Aber es ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfilmreihe. Also ich habe nie so den Zugang dazu gefunden, wie jetzt viele Fans halt. Aber hat natürlich auch eine coole Geschichte mit diesem Würfel und so weiter und hat auch sehr kreative Kills teilweise zu bieten, diese Reihe, und atmosphärisch natürlich auch recht gut. Aber ich finde einfach, dieser Killer Pinhead hat einfach etwas sehr Eigenständiges mit diesen Nägeln im Kopf. Ja, damit erinnert er mich auch immer ein bisschen an ein Mitglied von Slipknot. Da gibt es ja auch einen, der so Nägel im Kopf hat und so. Finde ich wirklich sehr, sehr genial, dieses Design des Killers. Auch sein Anzug und auch wirklich seine sadistische Art, wie er mit seinen Opfern umgeht, wie er mit ihnen noch redet. Seine Synchronstimme ist cool, seine Originalstimme natürlich auch, aber ich rede jetzt speziell von den deutschen Fassungen natürlich. Besonders in Teil 4 fand ich halt Pinhead besonders cool, da er halt auch immer mit dieser, ja, wie er sie nennt, Prinzessin redet und ja, er ist einfach das ultimative Böse, muss ich sagen. Also er ist einfach ein richtig sadistischer Dreckskerl, kann man sagen, und das gefällt mir eben so an Pinhead. Und wie gesagt, sein Design halt auch. Ja. Dann kommen wir zu Platz 2. Platz 2 ist, ja, passenderweise natürlich Freddy Krüger oder Krüger, wie ihn manche nennen. Also man kann es so oder so sagen. Ich finde, das ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und ja, Freddy Krüger ist natürlich ein ebensolcher Kultkiller wie Jason und Michael. Er hat halt einfach mit seiner Art, mit seinen Klauen an den Händen und mit dieser ganzen Traumthematik hat er einfach etwas völlig Neues damals erschaffen. Sowas hat es einfach im Slasher-Genre vorher nicht gegeben. Und genau das finde ich eben so cool an diesem Killer. Er ist einfach komplett unverkennbar. Also er hat was völlig Eigenständiges, genau wie Pinhead mit seinem Hut, mit seinem Streifenpullover, eben wie gesagt, mit seinen Klauenhänden. Damit erinnert er mich auch immer ein bisschen an Edward mit den Scherenhänden. Und ja, seine Sprüche sind teilweise auch ziemlich cool, wobei ich ihn eigentlich als ernsten Killer, so aus Teil 1 und so, eigentlich cooler finde als so diesen Spaßmacher. Ja, und vom Remake wollen wir jetzt gar nicht reden. Also da wird er ja auch nicht mehr von Robert Englund verkörpert. Aber da, also ich weiß nicht, was man sich da dabei gedacht hat, aber das Remake. Nee, 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 nee. Aber wie gesagt, auf Platz 2 Freddy Krüger bei meiner Liste. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz 1. Und ja, manche von euch können es sich vielleicht schon denken, welcher große Kultkiller fehlt jetzt noch? Es fehlt noch Leatherface, ganz genau. Leatherface, finde ich, ist einfach der, ja, der coolste
Killer aus diesen ganzen Filmen, denn er ist immer so ein bisschen, finde ich, der Außenseiter von den Ganzen. Also er ist mit seiner menschlichen Haut als Maske und mit seiner Kettensäge, mit seiner fast schon, wie soll ich sagen, fast schon, kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach ein richtiger Psychopath wie aus dem Bilderbuch und allein seine Waffe, die Kettensäge, ist einfach richtig genial und auch das Outback, in dem halt immer diese Filme spielen, ist halt auch genial und fügt sich perfekt in dieses in die Geschichte um diesen Psychopath mit ein und er wurde ja auch inspiriert von dem echten Serienkiller Ed Gein. Der hat sich ja auch aus seinen Opfern Einrichtungsgegenstände gebaut und so weiter und Masken und so weiter. Wurde einfach richtig cool übernommen von Ed Gein. Und dazu muss man auch sagen, dass ich den Original Texas Chainsaw Massacre von 1974 einfach überragend finde. Es ist einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Und ich fand das Remake auch sehr gut und auch The Beginning fand ich sehr gut. Das 3D-Remake oder was, oder ich glaube, es ist ein Prequel, das vergessen wir mal an der Stelle. Das war ja wirklich unterste Schublade. Und da ist auch Leatherface nicht mehr so cool dargestellt. Er ist halt einfach in The Beginning und im Original ist er einfach am coolsten dargestellt und er ist halt für mich so der Außenseiter und ich persönlich finde ihn einfach am coolsten von allen Killern. Das war jetzt so meine Platzierung von den ganzen Kultkillern. Es ist meine persönliche Liste. Ist etwas ungewöhnlich, die Platzierungen. Also finde ich jetzt, und ihr werdet es wahrscheinlich auch so sehen, aber es ist nun mal so, ich falle meistens aus der Reihe mit meinen Platzierungen. Aber mich würde natürlich auch eure persönliche, Top-Liste interessieren. Ihr könnt mir ja mal eine Top 5 oder Top 10 unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Lust habt. Finde ich immer interessant zu vergleichen. Und jetzt ist es natürlich noch an mir, ein paar weitere Leute zu taggen und ich habe mir da ein paar Sachen notiert. Und zwar habe ich mir überlegt, ich tagge jetzt mal wieder Zweisamkeiten, also Marco, wenn du das siehst, ihr seid auch getaggt von mir. Dann tagge ich noch Relaxo Reviews, Aurelio. Und zu guter Letzt würde ich gerne noch Jim Hadmes taggen, da ich seinen Kanal ja auch schon jahrelang verfolge und er jetzt auch erst wieder angefangen hat mit neuen Videos, also neue Videos zu produzieren. Ihr drei seid von mir getaggt. Ich hoffe, ihr macht mit, würde mich sehr, sehr interessieren. Eure Platzierung und ich bedanke mich dann nochmal fürs Taggen, Knorhan. Ich hoffe, es haut mit unseren Livestreams jetzt demnächst irgendwann mal hin. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt bei dieser Tag-Antwort und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Silentium 141. Macht es gut.